Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Witcher 3. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns massiv aufs Spielende zu bewegen. Immerhin sollen wir uns jetzt das Gellige aufmachen, Sonnenstein finden, die wilde Jagd herbeirufen, um Eredin im Kampf zu stellen. Kann ja nur geil werden. Was ist los? Noch nichts, aber es braut sich was zusammen. Philippa und Margarita wollen mich sprechen. Dann red doch mit ihnen. Sie werden dich schon nicht beißen. Wenn doch, beiß ich zurück. Bitte. Wo ist denn das Problem? Ich wette, dass sie was mit mir vorhaben. Und sie geruhen mir, ihre Pläne mitzuteilen. An dem Gespräch kommst du wohl nicht vorbei. Ich gehe mit dir, wenn du willst. Mhm. Wenn du dabei bist, wägen sie ihre Worte sorgfältiger ab. Da wäre ich nicht sicher. Aber zwei Köpfe sind besser als einer. Bringen wir es hinter uns. Ich habe das Gefühl, dass da doch noch ein bisschen mehr kommt. Ist okay. Ihr wolltet mich sprechen. Ja, dich. Geralt nicht. Geralt bleibt. Oder wir gehen beide wieder. Lass ihn bleiben, Phil. Er würde irgendwann doch alles erfahren. Na schön. Solange er nicht unterbricht. Werd ich nicht, falls Ciri nicht anders entscheidet. Die Loge hatte einst große Pläne mit dir, wichtige Pläne. Gewiss entsinnst du dich. Du solltest deine Studien abschließen und eine von uns werden. Leider lief es anders. Wir wollen die Loge wieder einberufen und wir erneuern unser Angebot. Du musst zu uns stoßen. Wir sind betrübt, dass unsere liebe Keira an dem Unterfangen nicht teilnehmen kann. Aber die Umstände schließen eine längere Trauerzeit aus. Wie lautet deine Entscheidung? Wirst du dich uns anschließen? Wie damals? Ich soll irgendein Prinzchen heiraten und eure Marionette werden? Du warst damals noch ein Kind und wir haben die Situation falsch beurteilt. Diesmal bieten wir dir eine Partnerschaft an. Die Loge der Zauberinnen ist auf dem gesamten Kontinent vogelfrei. Zu ihnen zu stoßen würde Verfolgung und ständige Flucht bedeuten. Könige sterben, Weltreiche fallen, die Magie überdauert. Stimmt. Mach dir bitte klar, dass du zu Großen geboren wurdest. Arbeite mit uns, dann erreichst du es. Und sobald wir dich gelehrt haben, deine Kraft zu kontrollieren und zu kanalisieren... Dafür habe ich doch Avalach. Und du lässt das zu? Glaubst du ernsthaft, dass seine Absichten lauter sind? Ich vertraue ihm nicht. Ich vertraue euch nicht. Aber das spielt keine Rolle. Ciri entscheidet. Wissende hegen immer verborgene Pläne. Altruismus gehört einfach nicht zu ihrer Konstitution. Ja, ich glaube, er will der neue König werden. Du bist sein Werkzeug, auch wenn du es nicht merkst. Wir sichern dir Wissen und Schutz zu. Aber du bleibst als dein eigener Kapitän am Ruder deines Schiffs. Und im Gegensatz zu Avalach können wir dir das versprechen. Wir erwarten nicht, dass du dich sofort entscheidest. Überdenk, was du gehört hast und wie du dich fühlst. Wir reden, wenn du soweit bist. Wenn das alles ist, dann... Müssen wir nach Skellige und den Sonnenstein finden. Avalach wartet unten im Hafen. Und? Ich weiß nicht. Ich will eigentlich nicht drüber reden. Ich gehe spazieren. Okay. Schon wieder 1000 EP dafür, dass ich hochgegangen bin? Wow. Ich werde hier am Ende richtig mit EP zugebombt. Ist ja geil. Was kostet die Nacht, meine Hübsche? Wupp, wupp. Warte, die Flucht.
Ein Hexer. Okay. Flugdeko. Woohoo. Oh. Ah, der Mordfall. Ach so. Ja, 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 das hatten wir schon mal. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den auflösen können. Was musst du tun, deinen schönen Tag zu kriegen? Oh. Na nun. Wie vernehme ich das mit? Danke. Das würde mich aber tatsächlich interessieren, ob man diesen Mord quasi, also diese Mordserie quasi final aufklären kann. Ich behaupte mal, ja. Man muss halt nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um das wichtige fehlende Puzzlestück zu finden. So, das ist so das Gefühl, was ich habe. Hopp, hopp, hopp. Oh, ich will sie looten. Darf ich nicht? Ja, okay. Je mehr ich trinke, dann gehen wir mal. Hier wird nicht rumgehangen. Sind jetzt Stufe 35. Bestimmt bald 36, ne? Oh, wir sind 36. Bestimmt bald 37. Ja, ja. Nochmal so eine 1000 DP-Quest und schon sind wir wieder mit 37. Ist okay. Suchst du was Besonderes? Ja, schauen wir mal. Yennefer, ich hüpfe. Wenn ihr helft, Ciri vor der wilden Jagd zu beschützen, gewährt der Kaiser euch Amnestie. Ich hoffe, wir können dir trauen. Das könnt ihr. Was ist mit Fringilla? Das weiß ich nicht, aber ich frage ihn danach. Ich war doch schon auf dem Boot. Schiff, wie auch immer. Ihr habt kaum Hallo gesagt und schon plant ihr wieder etwas. Das liegt eindeutig in unserer Natur. Höre ich recht? Du hast den Kaiser überzeugt, sie zu begnadigen? Sofern sie uns helfen, Ciri zu verteidigen. Schwer zu glauben, dass der Kaiser sich auf so einen Handel einlassen würde. Wenn du es nicht glaubst, dann nicht. Das ist mir gleich. Wie war der Teil mit Fringilla? Triss hat mir erzählt, dass ihr sie nicht erreichen konntet. Vielleicht, weil sie im Verlies des Kaisers sitzt und Ketten aus dem Eritium trägt. Das hat Rita jedenfalls angedeutet. Dann hat der Kaiser vergessen, dir das zu sagen? Das gefällt mir nicht. So war das nicht abgemacht. Wenn alles vorbei ist, muss ich ein offenes Gespräch mit dem Kaiser führen. Komm, sie warten alle auf uns. Ist trotzdem nachts nicht sicher. Schon ich war doch da schon. Hör auf damit. Du machst mich ganz nervös. Loot? Jo. Hallo, Triss. Kann ich dir diese Figur nochmal geben? Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Okay. Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Ich glaube, Triss wäre vielleicht auch eine gar nicht so schlechte Partie gewesen. Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, ist nett. Um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Na komm, wie läuft es so? Weltuntergang? Läuft's denn so? Der Kampf fordert jeden hier. Du weißt, was ich meine. Was soll ich denn sagen? Ich wusste, dass du und Yennefer, dass ihr wieder zusammenkommen würdet. Es war von vornherein sinnlos. Sieht so aus. Ich will nur nicht, dass du... Lassen wir es gut sein, ja? Ich muss mich auf andere Dinge konzentrieren. In Ordnung. Verstanden. Okay. Bis dann, Triss. Nein, ich hatte irgendwie noch vor Ewigkeit mal so eine Figur gefunden, die sie entzaubern könnte, aber... Falscher Zeitpunkt. Es sind alle da. Du warst der Letzte. Können wir Segel setzen? Klar. Lichten wir den Anker.
Vor allem wieder Unweg ist natürlich irgendwie auf dieser Insel passiert immer irgendwas. Der König der wilden Jagd reiste mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfar zwischen den Welten. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Okay. Muss ich was drücken, damit das weggeht? Oh, ja, tatsächlich. Ist okay. Ich war schon irritiert. Solche Ladezeiten sind gar nicht, bin ich gar nicht gewohnt. Stimme hat nicht gepasst zu Geralt. Da sind Schiffe. Des Kaisers Schiffe? Nun, damit wäre der Aufenthaltsort seiner kaiserlichen Hoheit geklärt. Will er Skellige erobern? Er weiß doch, das sind meine Freunde. Er will dir die Inseln geben, mit Sintra und dem Rest des Kaiserreichs. Es gibt auch eine positive Seite davon. Tatsächlich? Der Kaiser hilft uns beim Kampf gegen die Jagd. Und wir haben gerade Fringilla Vigo gefunden. Schnell, wir müssen den Sonnenstein finden. Danach haben wir auf Skellige wohl genug zu tun. Wir brauchen Fringilla Vigo hier. Könnt ihr mich auf Emirs Schiff teleportieren? Ausgeschlossen. Das ist besser abgeschirmt als die Schlafstätte des Kaisers. Wir könnten es natürlich mit Gewalt versuchen. Wir brauchen Fringilla gesund und munter. Meinst du, sie wissen, dass wir hier sind? Emirs Magier. Natürlich. Wenn die Angelegenheit mit Fringilla Vigo geklärt wäre, würden sie sie wohl in ein Beiboot setzen und rüberschicken. Sie ist durchaus nicht geklärt. Der Kaiser hat der Loge Sicherheit so gesagt, aber... Fringilla ist eine heiklere Angelegenheit. Sie ist seine Untergebene und offiziell zum Tode wegen Verrats verurteilt. Du wirst rausfinden müssen, was Em hier mit ihr vorhat, sobald wir eine Möglichkeit gefunden haben, dich aufs kaiserliche Flaggschiff zu werfen. Ich gehe selbst auf das Schiff des Kaisers. Du willst schwimmen? Mit zwei Schwertern auf dem Rücken? Du wirst abgeschossen wie eine Ente, bevor du weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, sagen kannst. Keine Panik. Er schafft das schon. Versuch es nachts. Da sind deine Chancen besser. Und wenn du an Bord bist, zeig seiner Majestät diesen Brief. Übergib den Brief nur dem Kaiser. Wir sollten ihn an sein Versprechen erinnern und daran, was er davon hat. Okay. Wir wissen doch noch nicht mal, was der Sonnenstein ist. Er wurde geschaffen, damit die Bergelfen die Schiffe der Enelle herbeirufen konnten. Jetzt ist er nur noch ein Symbol für die vertane Chance, die beiden Stämme zu einen. Was? Ihr kennt tatsächlich alle die Geschichte von Gealphan und Dilian von der Weißen Flotte nicht? Nö. Hm. Bitte erzähl's uns. Ich liebe Elfenlegenden. Gealphan war ein Wissender des Erlenvolks. Er verliebte sich in eine Elfin der Enseide, Dilian. Doch sie verschmähte ihn. Geralt hat gescherzt. Zu spät. Schadet nicht, wenn ihr es wisst. Danke, ich Am Tag, als die Weiße Flotte Segel hissen sollte, gab Gealphan Dilian ein Geschenk. Den Sonnenstein. Er glaubte, Dilians Herz würde sich eines Tages erwärmen. Und wenn ihr Verlangen nach ihm erwachen würde, sollte sie ihn mit dem Sonnenstein zu sich rufen. Auch wenn er Welten entfernt sein sollte. Klingt vielversprechend. Hoffen wir, dass wir mehr mit dem Sonnenstein anfangen können als die Elfin. Ich wüsste lieber, ob wir den Sonnenstein verwenden können.
Du? Nein. Ich? Natürlich. Ja. Mit ein klein bisschen Hilfe von den Zauberinnen. Von denen sich einige unter Deck übergeben, während andere weiterhin unerreichbar sind. Der Sonnenstein ist auf Skellige? Woher wissen wir das? Aus Legenden. Elfenlegenden. Er liegt, wo vor Jahrhunderten die Weiße Flotte gelandet ist. Also irgendwo auf irgendeiner der Inseln. Herrlich. Moissac, ich rede mit ihm. Weißt du, wo er ist? Ich frage beim Hafen. Da liegen Krachs Langschiffe verteut. So, ich bin da mal weg. Ich bin weg. Viel Glück. Okay. Brief von Jens, Kaiserliche Majestät. Gestattet mir, euch daran zu erinnern, dass unser Arrangement sämtliche Zauberinnen betrifft, die sich an jedem riskanten Unterfangen beteiligen wollen, dessen glücklicher Ausgang uns so wichtig ist, nachdem es mir bereits gelungen ist, viele Mitglieder der Loge zu versammeln. Fällt es mir schwer zu glauben, dass ihr es Fringilla Vigo verweigern wollt, zu unserer Gesellschaft zu stoßen. Ich verstehe, dass ihr aufgrund von persönlichen Faktoren nicht geneigt seid, euch von eurer Untergebenen zu trennen. Doch versichere ich euch, dass unsere Interessen dazu nicht im Widerspruch stehen. Ich verspreche, dass ich mich an die Bedingungen unserer Abmachung halten werde, obwohl sie mir Opfer abverlangen und mich in eine unvorteilhafte Situation bringen. Irgendwas ist da noch ganz böse im Argen mit Jen und dem Kaiser. Ich bitte höflich, doch mit höchstem Nachdruck darum, dass ihr Fringilla freilässt. Mit allem Respekt, Yennefer. Cool. Oh, kann ich. Ich sag zwar, ich habe nachts bessere Chancen, aber. Ich mach's jetzt einfach tagsüber, passt schon. Was, wenn ich wieder verschwinde? 1,5 Kilometer? Diesmal endgültig, wie man meint. Ich. Wow. Sollte wohl niemanden sehen, den. Du bist nicht aus dem Hilfgard, oder? Hurra! Der Hexer hat das Monster getötet! Hab ich gut gemacht, oder? Vielen Dank auch. Ich habe gehört, dass gestern statt der Fische die Nilfgaarder angebissen haben. Ein Hexer. Ja. Ich schnapp mir mal ein Boot. Der hing an einer Planke. Und mach mich tatsächlich auf zum Schiff des Kaisers. Und? Hattest du Erfahrung mit dem Abend? Einfach so. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nicht so dramatisch ist. Anderthalb Kilometer. Ich befürchte... Da unten! Oh, warte mal, hier. Dann machen wir doch mal die Schnellreise mit dem Boot. Die habe ich eh noch nie benutzt bis jetzt. Nach Einbruch der Dunkelheit wird es leichter sein, an Bord zu schleichen. Habt ihr ein Problem mit mir? Versinkt das Boot! Feuer! Halt! Ich will verhandeln! Ich bin ein... Verdammt! Komm! Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich da so... Hopp! So, wir chillen dann mal hier unten. Ich mache nur schon wieder Mist hier. Das ist der Hexer. Befehl des Kaisers. Wegtreten. Oh, danke. Cool. Schleichen. Also warum sollten wir schleichen? Darf ich hier hochkommen? Aha. Wollen wir hier?
Ich glaube, da an dem Anker vorne muss ich es versuchen. Darf ich hier hoch? Ah, hier, benutzen. Oh. Hexer, welch angenehme Überraschung. Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Vielleicht wärst du anders empfangen worden, hättest du meine Tochter mitgebracht. Wo ist sie? In der Nähe. Weißer Wolf, du bist in der Nähe deiner Enthauptung. Du bist unverschämt, weil du glaubst, dass ich mir nicht leisten kann, dir was zu tun. Und du hast recht. Ja. Aber das ändert sich eines Tages. Dann bist du nicht mehr unverzichtbar, sondern entbehrlich. Ich hoffe doch nicht. Doch genug davon. Wir wollen nichts überstürzen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Jennifer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Jennifer lesen sich wie Drohungen. Das stimmt. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Hä? Lol. Ihr seid wirklich bereit, ihnen zu vergeben? Amnestie gegen Hilfe? Ich bin bereit, mich an meine Vereinbarung mit Jennifer zu halten. Ihr beantwortet meine Frage nicht. Das muss ich auch nicht. Okay. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache, her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Nimeritium-Fesseln abnehmen. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind in Ginville bei Arts Gellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Ja. Und ich hasse Teleportation. Aber wie du willst, gehen wir. Okay, das war recht unkompliziert jetzt eigentlich mit Fingela. Gebracht hat. Fringilla Vigo. Philippa, eine Freude, wie immer. Kommt schon, das können wir nicht brauchen. Fringilla, wir müssen reden. Ich höre zu. Hola. Hä? Ich will mithören. Ihr habt bestimmt spannende Dinge zu besprechen. Oder? Sieh an, der Herr mit den lustigen Hosen. Ah, jetzt haben die Ziel hat schon wieder meine Hosen gelästert. Das ist doch nicht wahr. Ach. Ja, Geralt? Bock auf Gewinn? Cantarella, wer ist sie wirklich? Sie erwähnte, dass ihr beide euch kennt. Du bist ihr begegnet? Sie heißt Cartia van Kanten, Assirs ehemalige Mitarbeiterin. Sie ist sehr... Weiß nicht mehr, worum es geht. Sie hat für euch spioniert? Vermutlich nicht nur für uns. Ich bezweifle, dass sie mir oder anderen Zauberinnen schaden will. Aber man muss sehr vorsichtig mit dem sein, was man in ihrer Gegenwart sagt. Über mich hast du ihr ziemlich viel gesagt, wie mir schien. Dann solltest du dich geschmeichelt fühlen. Das macht dich auf beiden Seiten der Yaruga berühmt. Wie siehst du aus? Du siehst gut aus. Für eine gefangene Amhirs, meinst du wohl? Er hat überraschende Milde gezeigt. Keine Verhöre, keine Folter... Oder hast du ihm einfach alles gesagt, was er wissen wollte? Wenn ich ihm alles gesagt hätte, würde er mich kaum mehr lebendig brauchen, meinst du nicht? Reden wir nicht davon. Ich und meine Belange waren schon länger nicht mehr deine Sorge. Wow, hab dich auch lieb. Bis dann. Aber schön, dann fragen wir nochmal Krach, wo Mäuschen ist. Rum und Abendbrot sag ich nie nein.
Du kommst mir schmeckiges Abendbrot, ja. Ich würde auch den Rum jetzt nicht ablehnen. Dieses Gesocks zeigen mir das Herz. Hey, Krach. Feinden die Axt. Merkt ihr das? Wolf, hast du gesehen? Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugus siehst, dann sag ihm... Ah, besser nicht. Der Druide macht das schon. Ja, sauber. Leb wohl. Wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Möge deine Axt nie zerbrechen. Schon mal gegen einen Drachen gekämpft? Da bestimmt noch mal hin. Schnellreise machen, dreckiger, ne? Ochse. Ja, du bist auch ein dreckiger gehört, Ochse. Ich habe gestern statt der Fische die Nilfgaarder angebissen haben. Oh, ja. Mein Onkel sagt, dass die Leute auf dem Festland Katzenköpfe haben. Aber du hast nur Katzenaugen. Katzenköpfe? Finde ich gut. Achso, warte. Hier. Respekt, Hexer. Danke, wofür auch immer. Ich hab dich dafür, dass ich euch alle einmal umgebracht hatte, weil ich hier immer wieder meine Geschenke genommen habe. Naja. Was will Kraft denn noch? Ich knie nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah, eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoc helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Wie nennst du es denn, wenn nicht Verrat? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen. Schaffen wir es, nicht das Problem. Echt jetzt? Zurück, ich treffe ihn. Wow. Ehre allen Helden. Also okay, das... Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, Lugos direkt umzubringen. Aber okay. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Ups. Das schafft er nicht. Herrscher! Blut, Blut! Tod gegen Tod. Okay, das mit Lugus jetzt. Oh, dumm gelaufen, ne? Hier unten liegen noch ein paar Leichen. Die nehme ich nochmal mit. Entschuldigung. Also ich finde, das ist jetzt um Lugus jetzt auch nicht unbedingt schade. Er war halt schon so ein bisschen, sagen wir mal, nicht gesellschaftstauglich, aber das jetzt ist okay. Könntet ihr euch bitte zurückhalten? Ich brauche meinen Ruinen noch. Schön, das wird dich sterben zu sehen. Den Mund halten und kämpfen. Nee, du stirbst. Du weißt, wen du wütend gemacht hast? Ja, ein Krieger. Nichts. Nicht mal einen Namen bist du wert gewesen.
Nee. Wir laufen ihm gut jetzt einfach mal hinterher. Er läuft doch nicht schneller, wenn ich schneller laufe. Okay. Uwe, das reicht. Warte, warte, der hier ist echt witzig. Was ist der Unterschied zwischen einem Nilfgaarder und einem Ertrunkenen? Na schön, was denn? Ertrunkene können schwimmen. Mann, noch so einer und du gehst mit ihnen zusammen baden. Okay, ich fand ihn jetzt gar nicht mehr so scheiße. Hi. Nun, Geralt. Ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moissac. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Ja, ein bisschen lauter konnte ich das jetzt machen. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung. Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Noch ein Steinchen. Hör zu, Moissac. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Enseide-Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalde Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimbion. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Danke für deine Hilfe. Ach, eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Mögen die Götter sich unser erbarmen. Oh, zu gut, zu gut, zu gut. Ja, da kommt man ganz gut hin. Da würde er sich auch die Schnellreise wieder machen. Also den einen werden wir jetzt mal ganz kurz nochmal anfahren. Bei den anderen also müssen wir wirklich mit dem Boot immer hin oder so viel laufen. Das meine ich nicht mehr in der Folge. Wir sind ja jetzt schon wieder bei einer guten Länge. Aber ich könnte ja noch mal Sachen loswerden. Hallo! Ich bin nicht interessiert an dem Schrott, den du anschleppst. Doch, klar bist du das. Handeln wir ein wenig. Ich habe eine Menge Schrott für dich.
Gut, so viel ist es auch nicht. Ach, schon mal besser als nichts. Leb wohl. Bis dann, genau. Wenn wir, da waren wir auch schon öfter mal, glaube ich. Toll, diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Oh. Hoch auf den Berg? Oh, scheint mir so. Jetzt nicht. Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Flotte? Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Gevorg, der legendäre Weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Was ist denn das für ein Wal? Er soll erscheinen, wenn Geister aus dem Himmel in die Wellen fahren. Wenn die Schlange den Zorn des Ozeans weckt und ein Eismonster eine Insel verschlingt. Ich werde der erste Barde sein, der eine Ballade über ihn komponiert. Die Legenden erwähnen aber keinen Fluch der schwarzen Sonne, oder? Schwarze Sonne? Was meinst du denn damit? Schon gut. Halten wir gemeinsam nach Gevorg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Guter Plan. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Das ist ja wahr. Eivind! Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nachforschungen? Ich schreibe eine geschichtliche Abhandlung über die Enseide. Unter Anleitung von Moissac. Moissac? Der hat sich noch nie um die Bergelfen geschert. Du bist Durchschautverschwörer. Und wenn du mich in Stücke reißt, von mir erfährst du nichts über die Höhle. Hä? Sicher ist es heute. Ja, was denn? Okay. Gut, das war ein ziemlich kurzer Ausflug mit ihm. Ha. Ja, wir wechseln mal in die nächste Folge rüber. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, super gerne eine Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.